Romit, machen wir mal ein ganz kurzes Resümee von der bisherigen Saison. Wie zufrieden, was waren bisher die Highlights für dich? Ja, sehr zufrieden. Also das, was ich mir vor der Saison vorgenommen habe, dass ich eine stabile Saison fahre, viele Top-10-Ergebnisse einbringe, ein, zwei Stockhalbplätze. Ist mir bis jetzt auch ganz gut gelungen. Ich habe einen 5. Platz im Gesamtweltcup zurzeit. Zeigt, dass die Saison stabil war und gut war. Und Highlights waren natürlich einige dabei. Mit Gröden Stockhalbplatz, Kitzbühel Stockhalbplatz. Und es waren schon ein paar super Rennen dabei. Und die Saison dauert jetzt noch ein bisschen. Jetzt kommt das nächste Highlight mit der WM. Und da freue ich mich natürlich schon. Weltmeisterschaft ist vor allem für dich eine Vielarbeit, so möchte ich es fast zitieren. Wie gehst du die Weltmeisterschaft an, vor allem auch von der konditionellen Seite? Ja, viel Pause ist nicht dazwischen. Also ich hoffe, dass ich da jetzt am Sonntag, dass ich mich da für einen Riesental auf einer qualifiziere. Dann bin ich mit Super-G-Abfahrt, Super-Kombi-Team-Event und Riesentallauf. Habe ich eigentlich genug zum Tor. Ich werde mein übliches Konditionsprogramm am Nachmittag durchziehen. Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Und ja, einfach Spaß haben beim Skifahren. Nachher geht das locker auf der Hand und dann werde ich schon hier haben. Du bist heuer in wirklich fast allen Disziplinen top. Was ist da die Zielsetzung für die Weltmeisterschaft? Ja, ich habe jetzt schon drei große Ereignisse hinter mir, wo ich jetzt mal ohne Medaille heimgegangen bin. Das möchte ich heuer ändern.